Trinkwasserversorgung im Südsudan. Nicht nur in Afrika gibt es Wassernot, selbst im Land der unbegrenzten Möglichkeiten in den USA herrscht in 36 Staaten Wassermangel. Vom Wassermangel sind insbesondere große Metropolen betroffen, Sao Paulo in Brasilien zum Beispiel. Aus Afrika und Asien, zum Beispiel Indien, ist man solche Bilder gewöhnt und man kehrt nach mitleidvoller Betrachtung zum Alltag zurück. Und in Europa? Von den südlichen europäischen Ländern einmal abgesehen, ist in Europa die Not noch nicht am größten. Allerdings gibt es genügend warnende Vorzeichen. Noch leben wir, zum Beispiel in Berlin, ziemlich unbesorgt. Das Wasser kommt aus dem Hahn, wenn es auch nicht immer in bester Qualität ist, aber man kann zufrieden sein. Die Politik, die Regierung, wird schon dafür sorgen, dass mit dem Wasser alles zum Besten steht und auch so bleibt. Tut es das wirklich? Schauen wir einmal genauer hin. Gesang der Geister über den Wassern. Des Menschen Seele gleicht dem Wasser. Vom Himmel kommt es, zum Himmel steigt es und wieder nieder zur Erde muss es. Ewig wechselnd. Nicht nur Trinkwasser, sondern auch das Baden in freier Natur hier an der Krummen Lanke erfordern gute Wasserqualität. In beiden Fällen ist das in Berlin nicht mehr natürlich gegeben, so dass diese Qualität nur durch aufwendige Maßnahmen bei der Trinkwassergewinnung und bei der Abwasserklärung möglich gemacht werden muss. Flora, Fauna und Mensch benötigen Wasser, um existieren zu können. Keine besonders neue Erkenntnis, könnte man meinen. Und doch, es scheint so zu sein, dass wir Menschen dieses Naturgesetz willkürlich ignorieren. Man denke an all das Gewinnstreben, einhergehend mit nimmersattem Energiehunger und der Befriedigung von Bedürfnissen ohne Grenzen. Ungezügeltes Wachstum der Wirtschaft, heißt die Devise. In der Beschaulichkeit der Waldidylle Alte Försterei im Grunewald kann man so manches reflektieren. Zum Beispiel, dass der Wald in und um Berlin bis zu 80% des Trinkwassers liefert. Die Trinkwasserbrunnen sind nahe den Wäldern angesiedelt. Die nordamerikanische Traubenkirsche ist ein Baum, oft strauchartig wachsend, der in unseren Wäldern nicht gerne gesehen ist, weil er die heimische Waldflora überwuchert und die natürliche Verjüngung des Waldes stark behindert. Er gilt als Neophyt, also als Fremdling in unserer Flora. Ja, das ist er. Und leicht zu erkennen, wenn man die durchbricht, dann duften die nach ein paar Minuten nach Marzipan. Was daher kommt, dass die mit Mandelbäumen verwandt sind. Hier steht auch mal ein Bergahorn daneben. Und solange die nicht die ganze Landschaft besiedeln, dürfen die hier auch stehen. Da steht eine Gruppe kleiner Kiefern. Das heißt, dass eine dieser Kiefern hier schon so weit ist, dass sie schon trächtige Zapfen abwirft. Nicht? Und das ist hier die Arbeitsfläche, die wir nun in den nächsten 2-3 Jahren wieder Stück für Stück die kleinen Traubenkirschen rausziehen müssen, damit die Kiefern hier eine Chance kriegen. Denn sonst gehen die unter hier. Also es ist eine Arbeit, die nie aufhört. Ja. Hier hat sich eine kleine Lärche durchgesetzt. Ich weiß nicht, ob sie es schafft. Ist oben ein bisschen verbogen schon. Aber die kann man ein bisschen wieder gerade richten. So, damit sie in die Sonne reinwächst. Da, wo sie hingehört. Ja, und das hier hinter uns, wo ganz viele große Traubenkirschen schon stehen, da wird ein Lehrpfad angelegt. Wo also dann Schilder aufgehängt werden, die die ganze Sache erklären.
Deutschland hat 1000 Bäume pro Einwohner, statistisch. Hier ist eins der Bilder. Das ist also eine ganz vernünftige Zeitung, gell? Rettet Amphibien an der Havelscher See, ja. Ja, und hier, vor 100 Jahren wurde Berlins Wald gesichert. Nicht? Da war eben dieser Dauerwaldvertrag mit dem Land Preußen. Ja. Wie lange sitze ich denn schon Förster hier? Naja, ich bin ja jetzt schon lange Rentner. Im Jahr 2003 waren meine 50 Arbeitsjahre vorbei. Ich bin noch einer von den ganz Uralten. Ich habe noch 50 Jahre hintereinander. Aber Sie sind ja noch sehr aktiv mit Jugendlichen, habe ich gesagt. Naja, das ist alles ehrenamtlich, nicht? Weil eben das, was ich vom Wald weiß und auch weitergeben will. Und die Kinder kommen mit Begeisterung zu mir, weil sie bei mir auch arbeiten. Also ein Erfolgserlebnis haben. Was arbeiten Sie denn da? Na, was ich vorhin vorgemacht habe. Dann lernen sie dabei ganz nebenbei, wenn einer alleine eine Traubenkirsche nicht mehr rauskriegt, ja, und zu zweit oder zu dritt oder zu viert oder zu fünft geht's auf einmal. Das ist ja bei dieser Computer- und Internetgeneration, nicht? Wo manche ihr ganzes Leben dabei bringen, da, ja, plötzlich erleben sie hier, ja, guck mal, jetzt haben wir schon 20 oder 30 Traubenkirschen rausgezogen und siehe da, plötzlich steht da eine Birke und eine Eiche und eine Buche und eine Eberesche, nicht? All diese Dinge. Ja, deswegen sage ich immer aus Spaß, zum Kranksein und zum Sterben habe ich ja keine Zeit. Wann denn? Wollen wir mal Zeit haben dafür. Ja, können Sie den Kindern denn auch so ein bisschen rüberbringen, was die Bedeutung des Waldes für die Natur allgemein, letztendlich auch für den Menschen ist, wir im Zusammenhang mit dem Wasser natürlich. Wir fangen ja mit dem Atmen an. Ja? Was machen denn Bäume? Die atmen doch auch. Müssen wir jetzt mal eine Weile zugucken und dann sehen wir, wie die... Nee, die machen das irgendwie anders. Die heben also nicht den Brustkorb an. Die haben ja auch keine Lungen. Nee, was machen denn die? Naja, und dann erarbeiten wir uns, dass die eben zufällig genau das ausatmen, was wir brauchen. Wenn wir eben die riesen Vegetationsflächen auf der Erde nicht hätten, dann gäbe es uns nicht. Ja. Ja, es wird ja auch heute vielmals vergessen, wie wichtig auch das Wasser ist. Na insbesondere, ja, wenn man sieht, wie fahrlässig mit dem Wasser umgegangen wird. Ich sehe, mir reicht es immer im Fernsehen, wenn ich sehe aus Afrika oder Indien, wenn die da so eine Gülle trinken. Ne? Was anderes haben sie nicht. Ne? Ein verschmutztes, belastetes Wasser. Für die ist es unvorstellbar, wie wir hier Hahn aufdrehen und da kommt sauberes, trinkbares Wasser raus. Ja. Ja. Sie sagten vorhin, dass Sie auch mit dem Ökowerk zusammenarbeiten. Können Sie da ein bisschen was erzählen, wie diese Zusammenarbeit? Naja, ich gehöre zu der Gründergeneration. Ja? Als das Ökowerk ist ja ein stillgelegtes Wasserwerk. Ne? Und das Ökowerk ist ja seitdem, jetzt sind da eben ein paar beschäftigte Arbeitsstellen auch, nicht? Und die machen dasselbe wie ich. Wir gehen also, ich bin auch gelegentlich. Ich bin im Führungskatalog vom Ökowerk auch drin und mache 2, 3, 4, 5 Mal im Jahr Führungen über dasselbe Thema im Grunde. Ja. Oder ja, und das ist eine ganz wichtige Naturschutzeinrichtung, ja, die also Haufen Spezialisten, ja, also Leute, die von einzelnen Dingen irrsinnig viel Ahnung haben. Aber wenn Sie mit Ihren Kindern ein Lagerfeuer machen wollen, dann kommen Sie zu mir. Weil da war das bisher
Ja, die haben jetzt die Leitung, hat er gewechselt. Da ist jetzt eine junge Frau gekommen, die habe ich vor 3 Tagen hier kennengelernt bei einer Führung. Ja, man kann. Es gibt vernünftige Gründe, da kein Feuer zu machen. Ja, aber da ich nur aus der Waldarbeit komme, weiß ich, wie wichtig für Berliner Kinder ein Feuer ist. Ja? Und wenn die hier am Feuer sitzen und jetzt gehen wir Traubenkirschen roden, damit ihr Grillspieße habt, nicht? Da wie sie da stehen, nicht? Ist für Berliner Kinder was Wichtiges. Dann dürfen sie das Holz auch sägen und hacken. Lernen sie nebenbei so einen Umgang mit der Axt und mit der Bügelsäge. Ja, ist also ein fester Punkt in der ganzen Sache. Hallo, was machen denn die Leute da rein? Der Wandertag. Da oben ist auch noch. Ja, das ist das Widerlager von der Brücke. Ja, hier kommt eine Brücke hin. Naja, ein Wandertag im herkömmlichen Sinn ist die Veranstaltung, die hier zu sehen ist, sicher nicht. Im übertragenen Sinne dann schon eher, sozusagen, eine Wanderung in nicht allzu ferne Zukunft. Es handelt sich um eine Baustellenführung, die von der Leitung des Projektes IGA 2017 durchgeführt wird. Etwas besonders Schönes ist nicht zu sehen, wohl aber Aufschlussreiches. In einigen Jahrzehnten ist hier am Kinberg im Wuhletal durch tatkräftige Anstrengung der Bürger aus einer von Menschenhand geschundenen Landschaft eine ansehnliche natürliche Landschaft entstanden. Und das zur allgemeinen Erholung und Freude. Um das kleine Flüsschen Wuhle zusammen mit dem Kinberg hat sich ein Lebensraum für eine bezaubernde Flora und Fauna entwickelt. Ein Stückchen uriger Wald und ein Feuchtgebiet ergänzen sich harmonisch. Wald und Feuchtigkeitsgebiet sind Grundelemente verdunstungsfähiger Landschaft, die wiederum ist Voraussetzung für ausgeglichenes Klima und obendrein für ein gutes Trinkwasser. Warum ist eine verdunstungsfähige Landschaft so wichtig? In gewisser Weise kann man die Pflanzendecke der Erde als deren Haut bezeichnen. Sie dient wie jede Haut dem Schutz und der Atmung des Lebewesens, das sie umhüllt. Die Pflanzen, insbesondere der Wald, geben dem Stückchen Erde, auf der sie wachsen, je nach Vermögen Schutz vor Überhitzung, indem sie Schatten spenden. Es entsteht ein Temperaturgefälle zwischen bodennaher Atmosphäre und Boden. In der Nacht und am Morgen kann sich dann die Feuchtigkeit der Luft als Tau niederschlagen. Am darauffolgenden Tag verdunstet diese Feuchtigkeit und bewirkt abermals Kühlung. Dieser Vorgang wird als kleiner Wasserkreislauf bezeichnet. Führt die Verdunstung zur Wolkenbildung und wird das Wasser der Wolken über Kontinente und Meere getragen, das zu gegebener Zeit nah oder fern abregnet, dann spricht man vom großen Wasserkreislauf. Beide Kreisläufe gleichen dem Einatmen und Ausatmen der Erde. Innerhalb dieses Vorgangs des Einatmens und Ausatmens spielt sich der Prozess ab, der alles Leben auf der Erde ermöglicht, die Photosynthese. Die Photosynthese ist zentraler Teil dieses Atmenvorganges. Die Pflanzen nehmen aus der Luft unter anderem Kohlendioxid auf und setzen zusammen mit Wasser und Sonnenenergie Sauerstoff frei. Ohne Kohlendioxid gibt es kein Leben. Weist also die Haut der Erde, die Flora, Verletzungen und Lücken auf, dann kann dieses das Leben ermöglichende Gas nicht aufgenommen und somit auch nicht verbraucht werden. Es entsteht ein Überschuss an Kohlendioxid. Natürlich nehmen auch die Algen der Meere einen erheblichen Anteil freien Kohlendioxids auf, können aber einerseits den Überschuss dieses Gases und andererseits den Mangel an Sauerstoffproduktion nicht ausgleichen. Je größer die Beschädigung der Haut der Erde ist, umso größer sind die Krankheitssymptome, Klimaerwärmung eingeschlossen.
Weitere unheilvolle Krankheitssymptome, die sich geradezu exponentiell hochschaukeln, treten auf. Fehlendes Wasser bewirkt, begünstigt durch einseitige mineralische Düngung, Verödung der Böden und führt zu dem weltweit voranschreitenden Humusschwund. Humus brauchen aber die Pflanzen, insbesondere der Wald, also beginnt an dieser Stelle der Lauf der Zerstörung von Neuem. Eine Baustelle ist nicht unbedingt schön, aber es ist zu erwarten, dass etwas Schönes daraus wird. Das mag auch für diese Baustelle zutreffen. Die IGA 2017 wird sicher ein schöner, großer Garten werden. Eine intakte, natürliche, sprich verdunstungsfähige Landschaft wird er aber wohl nur annähernd darstellen. Auch der angestrebte Effekt, den Besucher natürliche Zusammenhänge vor Augen zu führen, dürfte wohl nicht erreicht werden. Mit wunderbaren Blumenlabatten und Rosenanlagen kann zwar ein ästhetisches Empfinden gesteigert werden, ähnlich wie mit einem großen Blumenstrauß, aber ein Naturverständnis kann damit noch nicht erreicht werden. Es handelt sich dabei eben um eine künstlich arrangierte Natur. Böse Zungen sprechen dann von einer Art Disneyland mit natürlichen Elementen. Highwheels-Wege, betonierte Treppen, eine praktische Straße mit langer Brücke und eine Seilbahn garantieren dann oberflächlichen Tourismus. Für die ursprüngliche Natur und deren Liebhaber bleibt dann alles, wie es derzeit ist, eine Baustelle, allerdings ohne Sinn. Im Süden des Globus, insbesondere da, wo wenig oder keine Vegetation vorhanden ist, sind Bilder wie diese sozusagen Standard. Im Sommer haben die Flussbette eben kein Wasser. In unseren Breiten ist das aber nicht normal. Warum hat die Wuhle an heißen Tagen überhaupt kein Wasser? Von einer jämmerlichen Pfütze einmal abgesehen. Der Verdacht liegt nahe, dass bereits ihr Oberlauf in einer Landschaft liegt, die weder fähig ist, dem Flüsschen einen naturgemäß kurvenreichen Verlauf zu ermöglichen, geschweige denn Wasser zu speichern. Vielleicht auch wurde das Grundwasser im Einzugsbereich des Flüsschens durch Wasserentnahme zu sehr abgesenkt. Schön sind diese Bilder nicht. Mit Sicherheit werden sie aber über kurz oder lang auch bei uns zur Alltäglichkeit werden, wenn der Raubbau am Wasser weiterhin ungebremst fortschreitet. Man denke zum Beispiel an die stillgelegten Flussbette in den Alpen. Der österreichische Maler Hundertwasser hat einmal im Hinblick auf die Kunst gesagt, die Gerade ist ein Verbrechen. Das gilt, so möchte man hinzufügen, auch für den Lauf von Flüssen und Bächen. Die Gewinnung orientierte Behandlung des Abwassers, die verockerte und bei heftigen Regengüssen von Abwasser bedrohte Spree und so weiter. Es gibt aber auch Ansätze, diese Missstände zu beheben. Wirklich nicht leicht, hier wirksam tätig zu werden, denn dem Berliner Staat fehlt hierzu das notwendige Geld. Dabei sind auch hemmende Voreingenommenheiten und Irrglauben in den Köpfen von Entscheidungsträgern zu überwinden. Es hat sich bisher kaum herumgesprochen, wie wichtig die verständnisvolle Pflege des Wassers in Stadt und Land ist. Kein Wasser, kein Humus, kein Wald, keine Vegetation, kein ausreichender Kohlendioxidverbrauch, dagegen Überhitzung der Landschaft und schließlich globale Klimaerwärmung. Trinkwasser ist zwar reichlich vorhanden, es muss nicht von weit her durch Rohrsysteme gepumpt werden, es fließt naturgegeben durch die Stadt. Da allerdings gibt es Probleme, denn die beiden großen Flüsse, Spree und Havel, sind nicht so rein geblieben, wie sie von Natur aus waren. Der Energiehunger der Menschen verlangt nach mehr. In dem Braunkohlevorkommen der Lausitz sind Energiereserven vorhanden,
Also wird Braunkohle im Tagbau abgetragen. Das führt dazu, dass sich Eisenhydroxid und Sulfate bilden und die Spree verunreinigen. Verockerung. Und zwar in einer Konzentration, die im Trinkwasser, würde man dieses unmittelbar daraus gewinnen, nicht akzeptiert werden kann. Von der Verockerung geht, so nimmt man an, keine unmittelbare Gefahr für die Gesundheit der Bevölkerung aus, wohl aber für die Natur, denn Eisenocker setzt sich langsam ab und bedeckt Kleinlebewesen und Flora der Gewässer, die schließlich absterben. Für die natürlichen Zusammenhänge der Gewässer mit der sie umgebenden Flora und Fauna wirkt sich das äußerst nachteilig aus. Wenigstens können diese Schwebeteilchen des Eisenockers herausgefiltert werden. Durch sogenannte Uferfiltration muss nun das kostbare Nass gewonnen werden. Das Grundwasser bleibt von der Verschmutzung durch Eisenocker und anderen Schadstoffen einigermaßen verschont, denn das in die Tiefe versickernde Wasser der Flüsse wird durch die Bodenschichten gefiltert. Diese Grundwasserspeicher werden bis zu einer Tiefe von ca. 40 Metern angezapft, deren Wasser nach oben gepumpt. Diesen Vorgang nennt man Uferfiltration. Die dazu eingesetzten Pumpstationen sind Berlins Trinkwasserbrunnen. Sulfate können durch diese Methode offensichtlich nicht beseitigt werden und gelangen somit ins Trinkwasser. In dem Artikel Berlins Trinkwasser bedroht vom 20.03.15 des Tagesspiegels ist zu lesen. Zitat: Weshalb die deutsche Trinkwasserordnung einen Grenzwert von 250 Milligramm Sulfat pro Liter Wasser vorschreibt. Diesem Wert nähert sich die Spree in einem Tempo, das selbst Experten überrascht. An vielen Tagen wird er bereits überschritten. So wurde in Neu-Zittau, direkt östlich von Köpenick, Ende vergangenen Jahres bereits 250 Milligramm je Liter gemessen. Im Oberspreewald sogar 400. Die Folgen zeigen sich schon im Berliner Trinkwasser. Nach Auskunft von BWB-Sprecher Stefan Natz, Berliner Wasserbetriebe, stieg der durchschnittliche Sulfatwert im Rheinwasser des Werks Friedrichshagen binnen Jahresfrist von 150 auf 180 Milligramm im vergangenen Jahr. Zitat Ende. Durch den Einsatz dieser technischen Hilfsmittel, um Trinkwasser in der erforderlichen Qualität verfügbar zu machen, entstehen für die Stadt Kosten, die sie nicht verursacht hat. Für die Verursacher sind dies Externkosten, für die sie bisher nicht zur vollen Verantwortung gezogen wurden. Verantwortlich für diesen Missstand sind die Länder Brandenburg und Sachsen. Gewiss, man arbeitet an einer Verbesserung der Situation, aber Vorrang hat leider die Energiegewinnung. Ausbau von Arbeits- und Sozialalternativen bei gleichzeitiger Stilllegung der Bergwerke? Vielleicht später? Ein Ungemach kommt selten allein. So auch bei den Berliner Wasserbetrieben in Klammer BWB. Zusätzlich zu den genannten Missständen kommt hinzu, dass das Trinkwasser Spuren von Medikamentenrückständen aufweist. Die Uferfiltration konnte dies nicht verhindern. Dieser Zustand ist bei dem BWB bekannt und man arbeitet engagiert an Gegenmaßnahmen, weil akute Gesundheitsgefährdung nicht ausgeschlossen werden kann. Ein weiteres Problem tritt bei der Behandlung des Abwassers auf, und zwar beim Kanalsystem und bei den Klärwerken. Aus den Klärwerken fließt das geklärte Wasser in die Flüsse. Dabei gehen Nährwerte für die Flora und eingeschlossene Energie verloren, denn sie werden über die Flüsse ins Meer geleitet. Und nicht nur das, sie beschädigen die Gewässer und letzten Endes auch das Meer quasi durch Überdüngung. Verschmutztes Regenwasser und Abwasser werden zusammengeleitet. Bei starkem Regenfall ist das Aufnahmevermögen des Kanalsystems überfordert, und das Gemisch Abwasser-Schmutzwasser gelangt an die Oberfläche und in die Flüsse. Anschließendes Fischsterben ist zum Beispiel eine der Folgen.
Man versucht mit Wasserrückhaltesystemen dem Übel Herr zu werden. In einem weiteren Artikel Alles fließt, nur nicht die Spree im Tagesspiegel vom 01.09.15 ist in diesem Zusammenhang sehr Aufschlussreiches zu lesen. Unter der Überschrift Entlastung steht geschrieben, Zitat, seit Jahresbeginn ging die Sulfatbelastung des Friedrichshagener Wassers auf etwa 170 Milligramm pro Liter zurück. Stark belastetes Wasser wird von Vattenfall in die Neiße abgeleitet oder mit Hilfe von Stauseen verdünnt. Zitat Ende. Ein typisches Beispiel für das St. Florians-Prinzip. Nicht genug der Beschädigung des Berliner Wassers. Es kommt noch eine zusätzliche Gefahr hinzu. Weiter ist in dem zitierten Artikel zu lesen, dass die Frischwasserzuführung der Spree bedenklich gering ist. Zitat: Von Osten bringt die Spree zurzeit rund 4 Kubikmeter, also 4000 Liter Frischwasser pro Sekunde in die Stadt. An heißen Tagen verdunsten davon etwa einer pro Sekunde, vor allem über dem Müggelsee. Das Wasserwerk Friedrichshagen entnimmt an solchen Tagen fast einen weiteren Kubikmeter pro Sekunde. Wenn die Spree den Müggelsee Richtung Innenstadt verlässt, führt sie also gerade mal 2 Kubikmeter Wasser pro Sekunde. Zitat Ende. Das Flüsschen Erpe steuert mit etwa einem Kubikmeter zur positiven Bilanz bei. Die Wuhle lieferte in diesem Sommer zeitweise einen Nullbetrag. Die Dahme liefert etwa 3 Kubikmeter Frischwasser, das zudem stark mit Düngemitteln angereichert ist. Diese schlechte Bilanz der Frischwasserzufuhr ist den Entscheidungsträgern bekannt, sodass es zwischen Brandenburg, Berlin und dem Braunkohleförderer Vattenfall die Vereinbarung gibt, die einen Frischwasserzulauf von mindestens 8 Kubikmetern pro Sekunde nach Berlin vorsieht. Dagegen wird zwar regelmäßig verstoßen, aber Bestrafung bei Zuwiderhandlung ist offensichtlich nicht Gegenstand dieser Vereinbarung. Manche machen Mist und bei dem bleibt es auch. Andere machen auch Mist, aber die machen was draus. Zum Beispiel Kompost, Humus, fruchtbare Erde. Da freut sich das bebaute Land und auch die umgebende Natur. Die kann, wie bereits beschrieben, wieder zur verdunstungsfähigen Landschaft werden. Die Wasserkreisläufe können sich wieder schließen. Zusätzliche Voraussetzung ist allerdings, dass die ökologische Landwirtschaft den widersinnigen Methoden der Gewinnmaximierung, die in der industrialisierten Landwirtschaft Credo sind, widerstehen kann. Bedenkliche Symptome sind leider deutlich zu erkennen. Man denke an die große Verführung, die in der Gewinnung von Bioenergie. Die Berliner Wasserbetriebe könnten sich nun nahtlos in diese Gruppe der vernünftigen und in diesem Sinne tatsächlich ökologisch und nachhaltig denkenden und handelnden Ökonomen einreihen. Denn im Wasser verfügen sie über ein riesiges Potenzial an Nährstoffen, die sie in die Natur zurückführen könnten. Tun sie aber nicht. Noch nicht? Warum? Weil sie ihr Hauptaugenmerk auf die Gewinnung von Energie aus dem Abwasser der Kläranlagen richten. Im Jahresbericht 2014 des Kompetenzzentrums Wasser Berlin, KWB, ist unter dem Titel Charismo zu lesen, Zitat, heute sind moderne Kläranlagen die größten Energieverbraucher in Kommunen, obwohl unbehandeltes Abwasser so viel chemische Energie enthält, dass damit die Abwasserreinigung komplett betrieben und zusätzlich sogar noch ein Energieüberschuss erzeugt werden könnte. Im Projekt Charismo wurde ein gemeinsam mit Veolia und den Berliner Wasserbetrieben ein neues Konzept der Abwasserreinigung entwickelt und getestet mit dem Ziel, das in häuslichen Abwassern in Form organischer Stoffe enthaltene Energiepotenzial als Energieressource besser zu nutzen. Zitat Ende. Mit dieser Technik
wird Biogas gewonnen, das einen unmittelbar nutzbaren Energieträger darstellt. Weiter wird in dem Artikel ausgeführt, Zitat, bei stabilem Betrieb und geringer Wartung ließen sich mit dieser Behandlung tatsächlich 70-80% der organischen Stoffe und 80% des Nährstoffs Phosphor aus dem Rohwasser abfiltern. Gleichzeitig sinkt der Stromverbrauch für die Abwasserreinigung inklusive einer biologischen Nachreinigung um über 50%. Zitat Ende. Diese Art von Klärrest kann dann als Düngemittel verkauft werden. Und die damit beglückten Böden werden damit weiterhin belastet. Man könnte weinen, denn was hierbei an Energie gewonnen wird, muss anderswo mit Energie bezahlt werden. Eine Energiebilanz müsste einmal aufgestellt werden, wie viel Energie erforderlich ist, um die durch chemische Düngung entstandenen Schäden wieder auszugleichen und die beschädigten Böden zu renaturalisieren. Energiegewinn hier und Energieverbrauch dort müssten in dieser Bilanz gegenübergestellt werden. Ein gewisser Trost eröffnet sich, wenn man in dem angeführten Bericht weiterliest, und zwar in dem Artikel Nährstoffgewinnung aus Abwasser. Zitat: Die seit 2012 durch KWB koordinierte und europäische Forschungsinitiative PREX soll in Europa die Entwicklung und Umsetzung von praktikablen Verfahren des Phosphorrecyclings aus Abwasser beschleunigen. Die entsprechenden Daten für Öko- und Kostenbilanzierung werden für vergleichende Bewertungen zur Verfügung gestellt. Eine zweite Kampagne von Tests zur Prüfung der Düngewirksamkeit von Recyclingprodukten wurde gerade abgeschlossen und soll demnächst veröffentlicht werden. Zitat Ende. Das klingt gut. Es bleibt nur zu hoffen, dass man sich dabei an den vollen Begriff Ökologie hält, der die Behebung des weltweiten Humusschwundes und der dadurch mitverursachten Wasserknappheit umfasst. Der Bürgerinitiative Berliner Wassertisch ist es gelungen, eine breite Akzeptanz und Unterstützung in der Bevölkerung zu erzielen. Damit wurde es möglich, den Volksentscheid zu organisieren und durchzuführen, der schließlich im Jahr 2011 mit großer Mehrheit gewonnen wurde. Der Berliner Senat wurde gezwungen, das moralisch und juristisch bedenkliche Vertragswerk um das Berliner Wasser offenzulegen und letzten Endes die Berliner Wasserversorgung zu rekommunalisieren. Das nunmehr gekündigte Vertragswerk beschrieb die Eigentumsverhältnisse an der gesamten Infrastruktur des Berliner Wassers. Die beiden Anteilseigner zu je 24,5%, Veolia und RWE, schieden aus und erhielten eine großzügige Abfindung, insgesamt 1,258 Milliarden Euro. Nach dem gewonnenen Volksentscheid hat sich der Wassertisch keineswegs aufgelöst, sondern sich dafür entschieden, weitergehende Veränderungen bei den Berliner Wasserbetriebe zu erreichen. Diese Veränderungen zielen letzten Endes auf eine Demokratisierung innerbetrieblicher Verhältnisse und auf eine Neuorientierung der ökonomischen und ökologischen Sichtweise. Leitmotiv des Wassertisches ist in diesem Zusammenhang, dass Gemeingüter in Bürgerhand bleiben müssen. Ja. Der Berliner Wassertisch war immer lokal und global. Und so machen wir das auch heute. Auf der einen Seite wollen wir heute die Gelegenheit nutzen, um die Berliner Wassercharta in die Öffentlichkeit zu bringen und in Berlin zur Diskussion zu stellen, damit sich in der Wasserpolitik hier in der Stadt endlich was ändert. Dazu wird gleich die Gerlinde etwas mehr sagen. Ich würde mal vorschlagen, dass jetzt einfach die Gerlinde anfängt. Sie spricht für den Berliner Wassertisch. Sie ist Mitbegründerin des Berliner Wassertisch seit 2006. Ja.
Hallo, liebe Berlinerinnen, Berliner, liebe internationalen Gäste. Und das Sonnenwetter gibt uns ja Kraft. Wir haben heute den Weltwassertag zu feiern und das ist ein internationaler Feiertag unter dem Motto Wasser und nachhaltige Entwicklung steht er in diesem Jahr. Wir sagen, Wasser ist Leben und Wasser ist keine Ware, zu der sie ja gemacht werden soll. Heute am Weltwassertag zeigen wir Solidarität und es ist schön, dass die Menschen aus Griechenland gekommen sind, die sich wehren. Und wir wollen mit denen zusammenarbeiten, um die Durchsetzung des Ziels für eine nachhaltige Wassernutzung und für ein Menschenrecht auf Wasser, das tatsächlich umgesetzt wird, zu kämpfen und gegen die Kommerzialisierung des Wassers. Wir leisten damit einen Beitrag, Konflikte in Bezug auf Wasser zu beenden. Wir wollen sensibilisieren hier vor Ort, sorgsamer mit Wasser und unserem Ökosystem umzugehen, sodass wir diese wertvolle Ressource für unsere Kinder und Enkel bewahren. Wir zusammen in der Europäischen Union erreicht, auch mit den Griechen, auch mit den Menschen überall in der Europäischen Union, Wasser ein Menschenrecht. Diese europäische Bürgerinitiative hat Erfolg gehabt. Nur, es ist nicht auf Dauer gesichert, dass Wasser aus dem Wettbewerbsrecht herausgehalten wird. Und Wettbewerbsrecht heißt doch nichts anderes als immer das niedrigere Niveau. Man muss sich doch nicht vormachen, dass da irgendwann Schluss ist. Mit dem Wettbewerbsrecht soll auch das Wasser unter die Knute kommen der Liberalisierung. Und dafür haben sich die Konzerne TTIP, TISA und CETA ausgedacht, um sozusagen die Staaten unter die Knute zu setzen. Es soll das Wettbewerbsrecht gelten, es soll gelten Rendite vor Sozialstaatsprinzip und dagegen wehren wir uns. Drinstehen sind, Regulierungen werden eingeschränkt, weil die Staaten vornehmen können durch Gesetze. Bei Regulierungen durch Unternehmensbesteuerung wird Druck gemacht, auch bei Umwelt- und Verbraucherschutz. Und Frau Merkel sagt das ganz klar, nicht weit weg von uns im Bundestag. Sie will die marktkonforme Demokratie. So sagt sie das. Sie sagt zwar, das Budgetrecht ist das Kernrecht des Parlaments. Und insofern, so sagt sie, werden wir Wege finden, wie die parlamentarische Mitbestimmung so gestaltet wird, dass sie trotzdem auch marktkonform ist. Übersetzt heißt das, das Renditeinteresse der jeweiligen Investoren, gesichert durch TTIP und CETA, geht vor Sozialinteresse. Damit stehen diese Abkommen klar im Gegensatz zum Grundgesetz, denn die Eigentumsgarantie des Grundgesetzes schützt keine Renditeerwartungen. Dass die Bundeskanzlerin Merkel und ihr Wirtschaftsminister Gabriel TTIP, TISA und CETA wollen, sagt unser Grundgesetz. Die Parlamentarier müssen Nein zu TTIP, CETA, TISA sagen. Denn sonst höhlen sie die Sozialpflichtigkeit des Eigentums aus. Sie würden unsere Haushalte den jeweiligen Nutzern sozusagen für den Gewinnerwartung der Privaten ausliefern. Mit einem Ja der Abgeordneten würden sie den Staat zum Gegner der Bürger machen, zum puren Geldeintreiber und ein Politikwechsel würde unmöglich. Genau das wollen ja die Konzerne und deswegen müssen wir gemeinsam Nein sagen. Recht und die Pflicht zum Widerstand und das machen wir heute und auch wenn wir heute wenige sind, es wird sich verbreiten, wir werden das im Netz also auch weiter bekannt machen. Alle Guten, alle Bösen, und Schöpfe, die Renditen nur.
Was Berlin nicht für Gewinde, es ist für die Menschen da. Wasser, Wasser braucht ein jeder, Leben geht mit Wasser nur. Nichts ist mit Privatisieren ein für alle Mal vorbei. In Berlin ist überwunden, wir sind bald renditefrei. Demokratisch, ökologisch, mit der Wasserkarte, ja, wollen wir die Regeln haben. Wasser ist für alle da! Ist nicht ISIS, ist nicht Boko Haram, sondern ist das internationale Großkapital, das im Moment versucht, sich die ganze Welt unter den Nagel zu reißen. Richtig. Und ihre Söldner, das sind diese hochgepäppelten Elite-Schüler, die heute in der EZB, in der Troika und vor allem beim IWF arbeiten. Diese Leute haben mit sogenannten Umschuldungsabkommen den Boden dafür bereitet, dass sich kriminelle Vereinigungen wie Syngenta, wie Monsanto in Afrika großflächig einkaufen können, den Menschen ihr Land wegnehmen und dass kriminelle Vereinigungen wie Veolia den Menschen ihr Wasser wegnehmen. Das Ergebnis sind die Millionen Geflüchteten aus Afrika, die übers Mittelmeer kommen. Denn diese Leute haben ihre zweite Flucht hinter sich. Die erste Flucht war die vom Land, das man ihnen genommen hat, in die Megastädte, in die Slums, wo die Kriminalität regiert. Und die zweite Flucht ist die, die aussichtslose Flucht nach Europa. Die Methode des IWF wird jetzt durch die internationalen sogenannten Freihandelsabkommen auch auf Europa und Amerika angewandt. Wir werden jetzt Opfer der Politik, die wir schon die ganze Zeit den Ländern des Südens antun. Das Ziel von TISA, von TTIP und von CETA ist es, die Herrschaft über die Politik und die Demokratie zu gewinnen. Hier geht es darum, durch Verträge festzulegen, was unsere Parlamente überhaupt noch dürfen. Dann haben wir keine Möglichkeit mehr, irgendwo selbst zu bestimmen, was ein Menschenrecht ist. Das bestimmen dann die Konzerne. Diese Freihandelsabkommen sind der größte kriminelle Anschlag, den wir in diesem Land bisher erlebt haben, und viele Länder leiden unter ähnlichen Anschlägen durch internationale Organisationen schon lange. Die Leute dort drüben im Parlament sind die Notare, die die Abdankung der Demokratie besiegeln werden. Und deshalb müssen wir uns hier alle solidarisch wehren und wir müssen klar machen, dass wir eine Entscheidung für Freihandelsabkommen niemals akzeptieren werden. Es hat sich ein ganz breites Bündnis gebildet, das transatlantisch agiert, das sich zusammengeschlossen hat. Alleine in Europa sind es über 250 zivilgesellschaftliche Organisationen, die uns alle mobilisieren wollen. Wir müssen einen Volksaufstand gegen dieses Freihandelsabkommen organisieren. Nicht nur in Lateinamerika ist Wasserraub ein Problem. Auch in Afrika, dem Kontinent der Steppen und Wüsten, den Kontinent der blühenden Landschaften und Urwälder, kämpfen tausende Menschen verzweifelt gegen die Privatisierung und Landnahme ihrer Lebensgrundlage.
In den fruchtbaren Böden des Senegal sehen viele große Agrarkonzerne eine lukrative Einnahmequelle. Die Agrarindustrie zögert nicht lange, wenn sie Gewinne sichert. Sie baut gewinnbringend und im massenhaften Stil Monokulturen an, um diese in die gesamte Welt zu exportieren. Dieser heitere Bezug zum Wasser möge uns auch in Zukunft erhalten bleiben. Eine intelligente Technik, Wasser und Energie zu sparen, kann durchaus dazu beitragen, diesen Wunsch zu erfüllen. Wir befinden uns hier im Betriebsraum eines mehrstöckigen Wohnhauses in Berlin. Dieses Haus trägt die Bezeichnung Passivhaus. Es ist ein ganz besonderes Haus. Ich begrüße Herrn Diplom-Ingenieur, der maßgeblich an der Entwicklung und Realisierung der Technik beteiligt gewesen ist, die in diesem Haus zum Einsatz kommt. Herr Nolde, bitte erklären Sie in kurzen Worten, was bedeutet der Name Passivhaus und wie sieht die wissenschaftliche Vorgeschichte aus, die schließlich zu diesem Haus geführt hat. Ja, ein Passivhaus ist ein Haus, was nahezu nicht aktiv beheizt werden muss. Die Raumwärme, die nötig ist, ist sehr gering, weil das Haus sehr hochwertig isoliert ist. Die Raumwärme wird zum größten Teil durch uns selber, durch die Leute produziert und durch alle möglichen elektrischen Geräte, die nun mal auch laufen. Das Passivhaus hat im Vergleich zum Altbaubestand hier in Berlin, die etwa 150 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr an Heizwärme brauchen, einen Bedarf von weniger als 90%. Das heißt, ein Passivhaus verbraucht lediglich 15 Kilowattstunden pro Quadratmeter an Wärme. Und noch einmal die Frage, wie sieht es mit der Geschichte aus? Wie kam es zu dieser ganzen Technik? Ja. Wir haben hier einen Investor. Dieser Investor hat sein Geld mit Solartechnik, mit PV verdient. Und er wollte dem Berliner Senat und auch anderen Leuten zeigen, dass man also mit nicht erhöhtem Aufwand ein sehr energiesparendes Haus bauen kann und dafür sorgen, dass die Mieten auch nicht über dem normalen Mietpreis stehen liegen. Gibt es weitere Musterhäuser oder Musteranlagen, in denen diese Technik eingesetzt wird? Ja, dieses ist hier die erste. Basierend auf den Ergebnissen haben wir eine zweite Anlage bei uns in unserem eigenen Wohnhaus installiert. Und die nächsten Anlagen in Leipzig und Frankfurt am Main sind in Planung. Gut, dann haben wir noch die Frage, was ist Sinn und Zweck dieser Technik? Ja, der Sinn und Zweck dieser Technik ist, dass wir für die Warmwasserbereitung etwa 600 Kilowattstunden pro Person und Jahr verbrauchen. Und diese Wärme, und das ist mehr als ein Heizwärme für Niedrigenergiehäuser benötigt wird, geht ungenutzt in den Kanal und erwärmt unsere Umwelt. Und diese Wärme zu nutzen, das ist das Ziel. Das Ziel ist es, dadurch Energie und CO2 einzusparen. Herr Nolde, wie sieht diese Technik aus? Ja, das ist recht einfach erklärt. Dass etwa 30 Grad und wärmere Grauwasser aus Badewannen und Duschen gelangt hier über diesen Weg durch ein Sieb, wo noch Störstoffe wie Haare und sonstige Partikel entfernt werden, gelangt also über dieses Sieb hier in diesen Speicher. Und in diesem Speicher ist ein sich selbst reinigender Wärmetauscher. Und dieser Wärmetauscher entnimmt dem warmen Grauwasser die Wärmeenergie. Und zwar hier unten über diesen Weg, über eine kleine, etwa nur 20 Watt starke Pumpe, wird die Wärme hier in diesem Speicherbehälter eingelagert. Wenn jetzt Warmwasser gebraucht wird, dieses ist die Kaltwasserleitung, fließt also kaltes Wasser hier durch diesen Speicher, wird von etwa 10 Grad auf 25 bis 28 Grad vorerwärmt, fließt hier wieder raus und geht dann zum Boiler,
wo es dann letzten Endes auf 60 Grad vorerwärmt wird. Wir müssen also nicht bei 10 Grad beginnen, um auf 60 zu kommen, sondern wir steigen bei 25 oder 28 Grad Celsius ein und das ist unser Energiegewinn. Gut. Herr Nolde, wie geht es nun weiter mit dem Grauwasser? Ja, nachdem dem Grauwasser hier in diesem Behälter die Wärmeenergie entnommen wurde, wird das Wasser, also das abgekühlte Wasser, hier in den ersten Reaktor gefüllt. In diesem ersten Reaktor befindet sich eine Biologie, die das Wasser sehr, sehr weitgehend schon mal reinigt. Danach geschaltet nochmal zwei Reaktoren, sodass wir letzten Endes eine Wasserqualität haben, die man rein optisch eigentlich nicht mehr vom Trinkwasser unterscheiden kann. Herr Nolde, ist damit die Grauwasserbearbeitung beendet oder geht es noch irgendwie weiter? Ja, sie ist beinahe beendet. Hier wird das Wasser aus der Biologie noch einmal mit UV-Licht desinfiziert. Wir nehmen also kein Chlor, es werden keine Chemikalien zugeführt. Es fließt dann hier in diesen Sammeltank rein und das Wasser wird dann hier über diese Druckerhöhungsanlage zu den Bewohnern hin verteilt. Herr Nolde, wie sieht es denn nun bei dieser Technik mit den Kosten aus? Gibt es vielleicht sogar eine Energie- und Kostenbilanz? Ja, diese Energie- und Kostenbilanz gibt es. Das ist ja hier ein Prototyp, den ich Ihnen gezeigt habe, mit eine ganze Menge Messeinrichtungen, die im Normalfall vielleicht gar nicht notwendig sind. Die Anlage hat also mit Aufbau und Umsatzsteuer gut 50.000 Euro gekostet. Wie wir sehen, haben wir jetzt insgesamt über 5.000 Kubikmeter Betriebswasser bereits eingespart. Trinkwasser kostet hier mit Abwasser etwa 5 Euro pro Kubikmeter. Das heißt, die ersten 25.000 Euro sind schon wieder reingekommen. Wenn man das auf den Quadratmeter Wohnfläche bezieht, was so eine Anlage kostet, dann sind wir hier bei 11,38 Euro. 11,38 Euro zu vielleicht 3.000 Euro, mit der ein Quadratmeter verkauft wird, ist eigentlich Peanuts. Aber Kosten sind ja nicht nur die Investitionskosten, sondern das sind natürlich insbesondere auch die Betriebskosten an Energie und Wartung. Und gerade dieser Wartungsaspekt ist so etwas, was sehr schnell teuer und Energie, beides sind so Aspekte, die sehr teuer zu Buche schlagen können. Wir machen natürlich ein sehr weitgehendes Monitoring, haben hier also Stromzähler eingebaut, und die ganze Anlagensteuerung ist hier übers Internet verknüpft, sodass wir vom Büro aus genau sehen können, wie der Anlagenstatus ist. Jede einzelne Pumpe, die angeht, wird alles registriert und hier auf seiner SD-Karte aufgezeichnet. Und irgendwie durch diese Verknüpfung von moderner Steuerungstechnik haben wir sehr, sehr niedrige Betriebskosten. Der Wartungsaufwand ist extrem gering. Wenn ich das beispielsweise mit unserer Heizungsanlage im eigenen Haus vergleiche oder mit dem Fahrstuhl, muss ich sagen, das ist im Vergleich dazu nahezu vernachlässigbar. So dass man hier letzten Endes auf Amortisationszeiten von deutlich unter 10 Jahren kommt. Aber es ist ja nicht nur die Amortisation, sondern es ist ja auch die CO2-Reduktion, die hiermit beachtet werden sollte. Mit dieser Anlage, also mit der Energierückgewinnung, haben wir im ersten Anlauf bereits über 3 Tonnen CO2 pro Jahr eingespart. Aber unsere Forschung und Entwicklung geht weiter. Ich denke, dass wir in Zukunft relativ einfach 5 Tonnen CO2 pro Haus einsparen können. Anhand dieser Grafik kann der Betrachter das System der gezeigten Anlage visuell nachvollziehen. Herr Nolde, mich würde nun interessieren, was machen Sie mit dem Schwarzwasser oder machen Sie damit überhaupt etwas? Also Schwarzwasser ist das Wasser, das aus der Toilette, Urin und so weiter kommt. Ja, an diesem Standort leider gar nichts. Hier wird das Schwarzwasser in die Kanalisation gespült.
aber in einem Projekt, was wir 2 Jahre später nach diesem begonnen haben, im Berlin-Kreuzberg am Block 6. Dort produzieren wir aus dem Schwarzwasser einen Flüssigdünger. Und ich lade Sie gern ein, mir zu folgen, und dann zeige ich Ihnen das auch gerne.